Wir begrüßen euch zu dieser Sitzung mit uns im neuen Jahr, im alten Jahr, im neuen Leben, im alten Leben und in der Zukunft und Vergangenheit. Und alles, was wir euch heute zu sagen haben, gilt im Prinzip für jedes Jahr, aber für dieses ganz besonders. Dieses Jahr war für euch alle, ein Jahr der Herausforderungen, der Herausforderung, bei sich zu bleiben und zu sich zu stehen, zu seiner Seele, zu seiner Wahrheit, zu seinem Kern, zu seinem Inneren. Und diese Verbindung nicht zu verlieren, war eine der Hauptaufgaben, die es in diesem Jahr für jeden Menschen zu bewältigen gab. Das bei sich sein, das Dasein, das ganz in sich ruhen. Was natürlich, wie das Leben so spielt und ist, nicht immer gelingen kann. Aber das grundsätzliche Thema, das von sich abweichen und wieder zu sich zurückfinden, war es, was in diesem Jahr anstand und euch am meisten gedient hat und dienen wird. Was immer ihr in diesem Jahr erlebt habt, ist der Samen für das Kommende oder die kommenden Jahre. Und wir möchten mit euch nun gemeinsam hinschauen, wo es hingeht, wo es sich hin weiterentwickelt und wie ihr am besten in den nächsten Wochen und Monaten mit euch und eurer Umwelt umgeht und euch verhaltet. Das Leben ist in Bewegung, ist spannend, ist neutral, ist bewegt und lebendig. Und wann immer ihr in Situationen kommt, die euch im Tiefen berühren, die eine Anspannung, einen Stress oder eine Belastung erzeugen, könnt ihr sicher sein, dass ein altes Thema angestoßen wurde, was mitschwingt, was sich zeigen möchte, was Erlösung sucht und finden kann, wenn ihr bereit seid, die Aufmerksamkeit nicht nur auf das Außen zu richten, sondern auch auf euch und eure Berührung und den damit verbundenen Themenkomplex. Wenn ihr also dann hinschaut, was in euch anklingt, was in euch schmerzt und wehtut, welche Enttäuschung oder Verletzung passiert, in welchem größeren Rahmen, in welchem Themenkomplex. Und wir meinen damit zum Beispiel eine Verletzung aus Unhöflichkeit oder eine Berührung mit Obrigkeit, eine Bevormundung, eine Unterdrückung oder eine Belehrung, eine unhöfliche Geste oder eine Respektlosigkeit. So ist dieses Thema des Begegnens der beispielsweise Respektlosigkeit eine Erinnerung an respektloses Verhalten in euch, von euch und euch gegenüber aus früheren Leben oder früheren Lebensabschnitten. Und wenn dies also alles in diesem Jahr sich zeigen darf und an die Oberfläche kommt, findet eine tiefgehende Reinigung und ein tiefgehendes Aufräumen in eurer Psyche statt, in eurer Seele statt, in eurem Gepäck statt, was ihr mit euch herumtragt, was ihr in dieses Leben mitgenommen habt, als Fähigkeiten, als Belastungen, als Erinnerungen und Möglichkeiten. Und diese Berührung ist in diesem Jahr häufig passiert. Es sind an tiefe Wunden gerührt worden, die
aufbrechen und heilen durften. Diese Wundheilung, die stattgefunden hat, hat wehgetan, hat emotional geschmerzt, aber ihr seid geheilt, gereinigt und erneuert, auch hieraus wieder aufgestanden und herausgekommen. Das kommende Jahr bringt für euch und für eure Mitmenschen eine tiefe Entspannung, ein Ankommen in dem, was im letzten Jahr gesät wurde, und ein Auftauchen aus diesen tiefen Prozessen in eine innere Leichtigkeit, die selbstverständlich immer wieder auch durch Berührungen unterbrochen wird. Aber alles in allem sehen wir eine Erleichterung und eine Heilung, die nicht nur stattgefunden hat, sondern eben auch Überhand nehmen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Dabei sprechen wir bewusst nicht von äußeren Bedingungen oder Gegebenheiten, denn alles, was wir euch heute mitzugeben, ist ein inneres Erleben, und wir möchten euch darauf vorbereiten und erinnern, dass auch in schwersten Zeiten eine Leichtigkeit im Herzen vorhanden sein kann und dass auch in herausfordernden Umständen die Leichtigkeit im Inneren dazu führen und beitragen kann, dass das Leben mit Humor, mit einem Lächeln, mit einer Leichtigkeit und verständnisvollen Unverständniskeit in einem sich Aufheben der Widersprüche eine Erfahrung erzeugen kann, die euch sozusagen unabhängig macht von dem, was im Außen passiert, und ein Ausgleich darstellt zu den äußeren Ereignissen, ein Gegengewicht in der Waage, das euch trägt und in der Mitte hält und halten kann. Wenn ihr also für euch klar habt, was ihr wollt, nämlich in Leichtigkeit und Freude weiter segeln oder reisen, so werdet ihr in dem kommenden Jahr den Fokus auf die innere Welt und auf die innere Leichtigkeit und den Humor legen und damit nicht nur einen Gegenpol zu dem jetzigen Jahr schaffen, sondern auch eine Leichtigkeit in euch aktivieren können, die euch trägt und unterstützt. Ganz unabhängig von dem, was im Außen passieren wird, kann und soll. Denn Freiheit und Frieden findet der Mensch letztlich nur in seinem Inneren. Die Umstände, unter denen er lebt, sind aus seelischer Sicht nahezu gleichgültig, auch wenn selbstverständlich die Umstände gezielt gewählt werden. Aber die Leichtigkeit und Freude, von der wir sprechen und für die wir euch bereit sehen, hat von den Umständen, ist von den Umständen völlig unabhängig und hatte damit nichts zu tun, denn diese spirituelle Leichtigkeit fußt alleine in einer inneren Entspannung und einem inneren Aufgehobensein und Angekommensein. Und so möchten wir euch diese Worte und Energien mit auf den Weg geben, die nicht in einer
simplen Positivität fußen, sondern in dem tiefen Wissen, dass das Leben euch dient und dass ihr immer dort richtig seid, wo ihr gerade seid. Dass ihr von Umständen unabhängig seid, auch wenn ihr in diesen lebt, und dass eure Stimmung, euer Gemüt sich viel mehr aus dem speist, was ihr denkt und was ihr fokussiert und was ihr wisst, als das, was euch präsentiert wird und was ihr erlebt. Denn die Opferhaltung, die aus dem "Ich fühle mich schlecht wegen der Umstände, in denen ich aktuell lebe" entsteht, ist eine kindliche Projektion von Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsunwilligkeit. Aber der Fokus auf Freude und Leichtigkeit, das Anerkennen der eigenen Wahrheit und der Fähigkeit, in sich selbst durch Fokus eine Schwingung zu erzeugen, die nicht nur euch trägt, sondern auch auf eure Mitmenschen ausstrahlt und damit auf euch wieder zurückscheint, ist es, was wir euch mitgeben wollen für die nächsten Monate und das kommende Jahr. Denn je mehr ihr euch eurer eigenen Schöpferkraft bewusst seid und eurem Einfluss auf den die Kraft eurer Entscheidung zu sich zu stehen, sich anzunehmen in allem, was ist und sein wird, und als Gegengewicht immer wieder auch bei plötzlich auftretender Schwere den Fokus auf Leichtigkeit und Humor zu setzen, ist es, was euch und eurer Umwelt am meisten dient und dienen wird. Geht mit dieser Entscheidung unbeirrbar in Leichtigkeit leben zu wollen und unbeirrbar immer wieder zur Freude zurückzukehren. So findet ihr den Fokus und Strom, der euch dann weitertragen wird in den kommenden Monaten und für dieses Jahr. Wir sind sehr erfreut, dass ihr diesen Jahresrückblick oder diesen Jahreswechselsitzung mit uns macht, denn wir halten sehr viel davon, durch Fokus und Konzentration auf das wirklich Wichtige und Wesentliche ein Jahr einzuleiten und zu orientieren. Insofern sind wir nicht nur froh, dass ihr dies mit uns gemacht habt, sondern wir möchten Gordon auch nahelegen, diesen Text auf seiner Webseite zu veröffentlichen als allgemeinen wir möchten es absurd ausdrücken, Rückblick in das Jahr 2021. Ihr seid so viel mehr, als ihr glaubt. Und wenn ihr euch in diesem Jahr immer wieder an diese Worte von uns erinnert, habt ihr einen Werkzeugkoffer an der Hand, der euch trägt und in allen Notlagen das richtige Werkzeug, das passende Mittel schenken kann.
Ja.